Guten Abend in Stuttgart. Wir sind heute aus Prag direkt nach Stuttgart gefahren. Und nun wollen wir natürlich eine Spitzenshow heute Abend hier abliefern. Aber ich glaube, das ist kein Problem, denn wir haben hier auch zwei lokale Partner. Den Patrick vom Third Rail Store, der richtig gut Welle gemacht hat. Und natürlich auch die Künstlerteams selbst. So, jetzt habe ich hier mein erstes Team, Hardcore West aus Stuttgart. West. Kennt ihr eure Gegner? Ja. Die und sind gut. Aber ihr seid besser, oder? Nö. Das sind gute Freunde von uns. Wir sind alle ganz, ganz toll. Das ist auch so, wie der Paint Club sein soll. Es geht da eigentlich bei nur um Spaß und eine schöne Zeit. Genau. Was Schönes auf die Leinwand zu bringen. Genau. Da sind wir mal gespannt, was heute Abend noch passiert. Hm? Ich kann es kaum erwarten hier. Und hier ist unser zweites Team, Tim Melzer. Könnt ihr in irgendeiner Art und Weise vielleicht schon mal euren Stil umschreiben? Also was macht vielleicht euren persönlichen Stil aus? Also mein persönlicher Stil ist, dass ich mich komplett auf den anderen verlassen kann. Mein Part ist, ich unterstütze ihn mental und ich stehe dann einfach da, trinke mein Bier und sage so, hey Junge, wirklich, das machst du gut. Und dann steigert er sich rein und er macht ganz nette Sachen so. Ich stehe jetzt nicht so drauf, aber ist in Ordnung und ich unterstütze ihn einfach. So, ich stehe da und ja, ist cool, ich unterstütze ihn so. Die Großbaustelle im Hintergrund dürfte vielen bekannt sein. Wir sind nämlich jetzt heute hier in Stuttgart und hinter uns ist das Projekt Stuttgart 21. Und wir sind direkt vor der Tür der Heilbronner Straße 7, wo unter anderem der Third Rail Store ist und auch das Rocker 33. Und wir werden jetzt hier eine kleine Wand noch malen und dann geht's nach Zürich. Gleich um die Ecke vom Third Rail befindet sich ein neuer Concept Store in Stuttgart. Der heißt The Flash Gip. Hier findet man im Prinzip jeden Monat neue Sachen aus dem Bereich Mode, Kunst, Musik, Kultur im Allgemeinen. Wir können den Shop auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Sehr schöne Sachen, sehr schöne Auswahl. Jetzt hier neben mir die Gewinner von gestern, Paint Club Stuttgart, Team Melzer. Jungs, wie fühlt es sich an am Morgen danach?
Es war ein Traum. Ich konnte fast gar nicht schlafen vor Aufregung. Es war zum ersten Mal im Leben, dass ich was gewonnen hatte. Und das ist meine Medaille. Und Jungs, wie ist denn das jetzt? Zum Beispiel, wenn ich jemanden kontaktieren will oder vielleicht jemand noch mehr von euren Arbeiten sehen will, gibt es da irgendwas im Web? Das steht eigentlich alles auf der Paint-Club-Seite. Da lohnt sich immer mal ein Blick rein, auch für andere Künstler. Und da sind wir natürlich auch vertreten.